einer ist schon tot, der andere ist tot. So, dritter Skizzenteil. Stimmt, es gibt auch noch Skizzenteile. Zu denen ich aber keine Quest habe bislang. Was ist denn da oben los? Kann ich mitmachen? Ich frag mal nur. Kämpfen die Attentäter gegen Hobbs? So weit ist es also schon gekommen. Eigentlich wollen sie mich und dann sind sie auf Hobbs gekommen. Auf den Hobb gekommen. So. Wir haben aber auch kein Skizzenteil fallen lassen. Ja, auf diesen Turm, da waren wir doch bestimmt schon drauf, ne? Bin mir relativ sicher. Ich laufe hier erstmal durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wohin ich letztendlich hier laufe. Ich kenne mich hier halt auch null aus. Und wenn ich sage null, meine ich das auch so. Guten Tag. Die muschige Magier hier. Stirb, danke. Ja, ja, du hast einen Schatz gefunden, ich weiß. Vielen Dank aber für den dezenten Hinweis. So. Mein Schatz, der meinen Namen trinkt. Okay. Ein verdünnter Willenskrafttrank nehmen wir auch gleich. Was wir haben, das haben wir. Null Ahnung, ne? Wo ich denn danach suchen soll. Da hinten haben wir noch was in der Pfütze. Für ein Geldbeutel. 40 Gold. Uiuiuiuiui. Da hat aber jemand sein Taschengeld verloren. Oh nein, 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 was soll ich nur tun? Draufhauen, das soll ich tun. Der Hund bellt, der hat irgendwas gefunden. Eine Truhe. Konnten wir die vorher nicht öffnen? Doch müssten wir eigentlich mit 5 Schlüsseln. Ein Brandrodung, Verbesserung. Ihr richtet Feuerschaden statt normalen Schaden an, aber die mystischen Flammen fügen euch leicht Narben zu. Um die Vorzüge der Verbesserung in Anspruch zu nehmen, müsst ihr sie bei einer Waffe mit leeren Verbesserungsplätzen anwenden. Jo, haben wir nicht. Zumindest, ja, man kann ja irgendwie, ne, Steine rausnehmen aus der Waffe, wenn ich das richtig gesehen habe. Mache ich aber nicht. So. Jetzt haben wir den ganzen Weg hier zum Turm gefunden. Der ist ja schon mal nett. Aber dadurch haben wir noch keinen Gargoyle gefunden. Bin ich hier schon gewesen? Sorry. Anrippe hat 10.000 Gold gekostet. Nein, hat's nicht.
wollt ihr denn immer? Ihr habt auch kein Zuhause, ne? Ist doch so. Und das mit den Dämonentüren, ich bin da auch noch sehr skeptisch, dass wir das überhaupt schaffen. Jetzt sind wir ja wieder hier. Aber weißt du, es ist halt auch so eine Belohnung, die kriegst du halt, nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Da denkst du ja auch so, was soll ich da mit der Belohnung? Also, oder ich denke mir das zumindest. Ich höre ja auch nichts. Also nicht wundern, dass ich ruhig bin, ne? Ich versuche halt irgendwo ein Gargoyle zu hören oder so. Aber ich höre nichts. Hab ich schon gesagt, hier, ne? Hab ich nichts davon. Mal hier irgendwo lang, ja. Ich meine, die machen sich ja eigentlich schon offensichtlich bemerkbar. Gucken wir mal bei dem Turm hier. Ist das der, wo wir reingesprungen sind für das Schwert? Was ist das? Ihr seid die reinste Verschwendung von Fleisch und Blut. Ich hab ihn doch gehört. Ist das hier der Ausgang, wo man dann rauskommt aus den Dungeon? Oder? Oder wie? Oder was? Oder her? Also da ist er. Er hat einen Grabungsort, den müssen wir gleich noch angucken. So. War da harte Dute da? Ja, ja, ein Launenring. So, ich gehe mal ganz kurz rein, um zu gucken, wo ich da letztendlich reinkomme. So interessenhalber. Ich bin hier nicht gewesen. Ich bin hier definitiv nicht gewesen. Ich sah eine Truhe. Mit jeder Menge Zeug. Ist doch alles hier. Ne, sonst ist hier nichts. Okay. Das heißt, uns fehlt jetzt in dem Gebiet hier noch irgendwo ein Gargoyle. Hallo? Beweg dich. Wo dieser Gargoyle jetzt ist, ja. Pff. Was mich auch stutzig macht, war nicht hier in den Turm
auch unser Bett mit Chesty und so? Oder war das nochmal woanders? Ich glaube, das war eigentlich hier in dem Gebäude. Bin mir relativ sicher. Oder war das nur eine Illusion? Es gibt gar kein richtiges Bett. Hier da, wo das Ding da ist, da sind wir runtergesprungen für unser Schwert. Draußen ist auch mal so nix. Und wenn ich sage nix, dann meine ich auch nix. Ach, da ist eine Leiter. Siehst du, hier hätten wir auch schon rausgeschossen und auch schon einen Gargoyle gesehen. Okay. Ja, dann halt jetzt so die Frage. Wo gibt's hier noch einen Gargoyle? Oder ob es in dem, wo wir das Schwert hatten, ob es da noch einen Gargoyle gibt? Man kann ja nochmal reinspringen, bestimmt. Man kann ja mal gucken. Da war einer. Ich laufe einfach mal eben schnell durch. Vielleicht höre ich ja irgendwo was. Ist eine Falle? Ach nee, doch nicht mehr. Kommen wir doch da raus, wo wir vorhin waren, bei diesem komischen Turm im See. Das kann natürlich sein. Nee. Da kommen wir doch auf irgendwas höher gestelltes, podestmäßiges, ne? Guck mal. Von hier aus hätte man den einen Gargoyle sehen können. Okay. Ja, ne, dann ist das wohl woanders. Und das ist es halt, ne? Dieses Gesuche. Das Gesuche nach irgendwas, was irgendwo ist, das ist ja eigentlich überhaupt nicht meins.